Hoi Leute und herzlich willkommen zurück bei Zelda Twilight Princess. Und ich weiß aus meiner eigenen zuverlässigen Quelle, nämlich von mir selber und so, dass es danach wohl sehr viele Katzen geben wird. So. No problem there. So. Ja. Einfach alle. No problem there. Gut. Thank you. Und kein Schatten mehr. What the fuck? Jetzt wo ich den Masterschlüssel hat, dass der Masterschlüssel sowas triggert? I didn't know that. Aber wir haben volle HP. Zwar keine Fee dabei. Was irgendwie doof ist, considering the boss ahead. Aber egal. Los geht's. Los geht's. Keine Ahnung, wo das der G-Laut daher kam. Egal. Ich weiß. Dass dieser Boss etwas heftiger wird. Normalerweise. Na gut, vielleicht. Ist es auch nur meine Erinnerung daran. Kann auch gut sein. Unser Volk ist so lange Zeit unterdrückt worden. Und wie Tiere hat man uns in diese Welt gefangen gehalten. Uns, ein großes Volk, das in Magie bewandert ist wie keines sonst. Im Schatten wurden wir zu Wesen ohne Zorn und ohne Hass, zu feigen Wesen ohne Leidenschaft. Die Schuld trifft unser träges Königshaus, das im Schattenreich sein Heim suchte und darüber den Glanz der alten Zeit vergaß. Gott, ich unterstütze dieses Königshaus zu lang und hielt die Schatten nur mit Mühe aus. Ich war mir sicher, dass ich der nächste Herrscher unseres Volkes sein würde und dann... verweigerte mir das Volk die Anerkennung und ich erhielt nicht die Macht, die einem Oberhaupt des Schattenvolks gebührte. Doch dann begegnete ich inmitten von Zorn und Verzweiflung einem fleischgewordenen Gott. Ich werde meine Kraft in deinen Körper legen. Und was du wünschst, das soll auch mein Wunsch sein. Ha. Mein Gott und ich teilen sich nur den einen Wunsch. Endlose Finsternis für die Welt des Lichts. Usurpator Santo. Ich weiß auch mal gern, was das bedeutet.
Ha. Da brauchen wir den. So. Da brauchen wir. Hallo? Aua. Okay, das macht Damage. Gut. Au. Och, hä? Ich dachte, da kommt was anderes. Komm an. So halt dann. Bam. Ein paar gepflegte. Okay. Schwerer als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich dachte, da kommt was Einfacheres. Bam, 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 bam. Nice. Ja. Bam, bam. Und. Bam. Nice. Schön aufgeladener Hieb. Und wieder ein anderes Ding. Hier brauchen wir die Eisenschuhe. Und den Bogen. Da. Ah. Ja. Was tust du da? Nein. Nein, lass es. Nein. Okay, da mache ich aber nicht arg viel Schaden, ehrlich gesagt. Braucht man da immer noch den Bumerang? Okay. Ich kenne die einzelnen Phasen natürlich nicht mehr auswendig oder so. Ich kann hier gar keinen Bumerang verwenden. Okay. Verstehen. Hab's verstanden. Ich muss schnell die Schuhe ausziehen. So, ausziehen. Ne, so. So geht das. Hast du wieder in die Mitte. Kannst ruhig rumhopsen, wie du willst. Nein. Nein. So. Nice. Okay. Anderes Level, bitte. Thank you. Thank you. Nium. Unter Wasser. Okay, das sollten wir. Von den Items her passt alles. Aber ich nehme mal das noch mit. Wir sollten natürlich eine bestimmte Rüstung anziehen. Und jetzt? Ach, hi. Dö. Okay. Hm. I don't really get it. Ah, schade. Da hätte ich reingemusst, wahrscheinlich. Ah, ich brauche aber wahrscheinlich noch eher die hier als was anderes. Nichts im Sticks. Bäh. Selbst mit den Metallschuhen? Okay. What the fuck? I'm very confused. Okay. Ich komme da aber nicht rein, oder? Nein. Hilfe. Ha. Einfach schwimmen? No. Ha. I'm very confused. Okay. Ah, so dann. Komisch, dass es nicht geht, während er auf mich schießt, aber gut. Gut, das ist ja recht einfach. Ist einfach nur so lange ausweichen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder irgendwo anders hinschwimmen. So. Taste. Komm. Dahin, okay. Oh. I understand what you want to do. Und natürlich kann ich.
So, bitte her damit. Bam, 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 bam. Das Herz hätte ich noch gerne eingesammelt, aber gut. Muss immer alles haben. Oh, geil. Okay, dann nehme ich wieder meine normale Rüstung. Weg mit den Stiefeln. Lasst mich raten. Huch. Okay. Au. So. So. 100 damit, ja. Bam, bam, bam. Man sieht, muss man echt ähnliche Taktiken verwenden wie der Boss damals. So. Nochmal. Bam, 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 bam. Aber geht bisher tatsächlich ganz gut. Huch, das waren jetzt aber viele Schläge, die ich machen konnte. So, teleportier dich ruhig. No, no, no. So. Nein, nein. Nice. Das war's auch schon damit. Nium. Geht's jetzt hin? Ins Eisding. Okay, ob ich da wirklich... Brauche ich den da? Kann mir neu. Ah, ja. Wirklich? Oh, dammit. Jetzt hab ich's verpasst. Ups. Das war nicht meine Absicht. Okay. Einfacher Bossfight. An sich. Muss warten, bis er runterkommt. Und dann draufschlagen. Das Ding hier wegstecken dann aber auch. Bam, 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 bam. Cooler Bossfight irgendwie. Weil er so wie das Original ist, aber nicht ganz. Das kommt jetzt. Zweite Form. Bam. Bam, bam, bam. Nice. Und wieder andere Welt. Ich hatte mir das irgendwie voll anders in Erinnerung, dieser Bossfight, aber gut. Schip. Ha. Wo hast du mich jetzt hingebracht? Okay. Bam. No. Au. The fuck. Au. Ne, abwehren. Bam, 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 bam. Easy peasy. Nein. Au. Au. Der Fuck. So. Au. Lass mich in Ruhe. Okay. Müssen wir uns irgendwo ausrollen lassen. Come on. Damit. No. Ach. Also ganz ohne Schaden krieg ich das nicht hin. Um ehrlich zu sein. Einfach im Kreis. So, wenn man anhält. Au. Oder so. So. Bam, bam, bam. Come on. Au. Wirklich? Gleich wieder diese Phase? Aber nicht gut. Nein. Jetzt dreht er völlig am Rad. Ah-ah. Ah-ah. Sorry, lieber Santo. Das war's für dich. Schön, wie der Kampf so ziemlich exakt 15 Minuten ging. Ha.
Verfluchte Aufrührer. Midna, törichte Königin der Schatten, möge dein Fluch auf ewig auf dir lasten. Es war die Macht meines Gottes, der dich und dein Volk mit diesem Fluch belegt hat. Deine Magie wirst du nie zurückgewinnen. Schon ist er auf die Erde hinabgestiegen und wiedergeboren in diese Welt. Solange Ganondorf, mein Herr, am Leben ist, werden auch ich wieder zurückkehren. Werde auch ich immer wieder zurückkehren, so rum. Platzt. Ja, sehr schön. Natürlich. Auf und davon. Also hinten ist natürlich noch ein Herzteil. Huch, das hätte ich beinahe. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal durchspielen tatsächlich vergessen gehabt, aufzunehmen. Uns fehlen dann noch genau 4x5. 20 Herzteile, die wir hier in Hyrule irgendwo finden müssen, offenbar. Oder, ne, warte mal. Doch, müssten eigentlich. Schüpf. Ja. Thank you. So. Ist auch komisch, dass das Portal vor dem Herzteil liegt. Spiel speichern? Gerade nicht. Ich weiß, dass jetzt noch einiges an Dialog kommen wird. Oh Gott. Und mich hier eine Fliege gerade nervt. Die mich schon seit gestern nervt. Huh. Sande war doch eine Marionette von Ganondorf. Und das heißt, jetzt wissen wir. Och, wieso synchronisiere ich? Okay. Gut, dann würde ich sagen, was das für diese Episode. Dann kommt doch jetzt noch nicht die Cutscene, sondern erst, wenn wir beim Schloss sind. Das ist gut. Kann ich die Episode beenden. Ich würde sagen, falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Das ist natürlich viel Spaß bei meiner Let's Plays. Ciao, Leute.